So, hallo, neue Aufnahme, hoffentlich heute ohne euch die ganze Zeit anzugähnen. Ich darf es gar nicht erwähnen, sonst bin ich wahrscheinlich gleich wieder müde. Wir machen weiter bei Hyrule Warriors. Das könnte in gewisser Weise ein Truhenpart werden, allerdings anders als die bisherigen Truhenparts, vor allem weil wir vorher hier ganz viel Zeug freischalten. Deswegen werde ich den jetzt nicht mehr als Truhenpart kennzeichnen. Gerade weil wir ja die Truhen jetzt viel schneller sammeln können, dadurch, dass das auf der Karte eingezeichnet wird. Wie genau das aussieht, wissen wir auch noch nicht. Deswegen, also ich denke, es ist schon ein normaler Part, halt mit Upgrades. Ne? Also sehr viele Upgrades, das Beste kommt erst noch. Sehr viele Truhen, die gesammelt werden, je nachdem. Also dieser und die nächsten Parts, ich habe keine Ahnung. Oh, Level 3 schon, hat Hebra jetzt, okay. Coole Geschichte. Wir machen erstmal wieder alles, was bunt ist. Oh, der Licht. Ach so, Zelda ist jetzt... Ist das ein zweiter Zelda-Charakter sozusagen? Oder ist sie jetzt einfach... nicht mehr die andere? Also ist sie... Also, Ich werde diese Kraft zum Wohle aller nutzen. Also ist sie jetzt... Also kann ich jetzt gar nicht mehr. Also bin ich jetzt... Den verkaufen wir erstmal, den Lichtbogen. Das wird zu. Also ist jetzt, kann sie jetzt das hier gar nicht mehr oder wie, oder bin, wenn ich das jetzt ausrüste, bin ich dann wieder normales? Okay. Also scheinbar kann ich ja auch gar nicht mehr. Bleibt die jetzt die ganze Zeit in ihrem Gewand und das andere Zeug ist weg? Ich meine, ich kann ja nur bei Link Kleidung auswählen. Also selbst wenn ich ihr diese Waffen gebe, ist sie wahrscheinlich wieder... Aber okay. Also wozu level ich dann überhaupt die ganze Zeit dieses Leitpaket, wenn ich eh den Lichtbogen bekomme? Ich habe kaum mit ihr gekämpft, wie viel Geld ich da reingesteckt habe. Was zur Hölle? Warum? Dann kann ich das Leitpaket ja auch verkaufen. Hä? Okay, wie auch immer. Das ist sehr verwirrend. Gerade. Aber gut, vielleicht kann man irgendwie, keine Ahnung. Angriffsleiste plus 1 ist auf jeden Fall super. Da geht noch mehr. Ja, richtig. Wobei, ich glaube nicht. Ich glaube, 3 ist wirklich Maximum. Aber Link hat immer noch nur 2. Da muss auch noch irgendwas... Ja, und Kuga, mit Kuga haben wir jetzt noch überhaupt nicht angefangen zu kämpfen. Da werden jetzt wahrscheinlich auch Missionen kommen. Leveln wir halt mal so weit wir kommen. Meine Güte! Ich hier. Werde immer stärker. Ja. Kugas Training. Vielleicht sollten wir erstmal kurz mit Kuga kämpfen, um zu gucken, wie der so drauf ist. Ich würde sagen, ja. Wir kämpfen jetzt mal kurz mit Kuga, um mal zu schauen, was der überhaupt kann. So machen wir das jetzt mal. Drückst du X, isst Koga seine geliebten Schwertbananen. Durch das Essen von Bananen kann er für eine gewisse Zeit vermeiden, bewegungsunfähig zu werden. Okay. Als Folge starker Angriffe fühlt sich Kogas Stress leider. Das klingt jetzt schon wieder kompliziert. Ist sie komplett gefüllt, wird Koga bewegungsunfähig. Was? Ist Koga kurz davor, bewegungsunfähig zu werden, wandle durch Drücken von ZR Stress in Kraft um und erzeuge so einen Lichtstrahl. Also also X, was eigentlich der starke Angriff ist bei den meisten, ist Bananen essen. Hä? Okay, what the F? Also da oben ist die Stressleiste. Nee, aber jetzt... Ja, aber was... Stressabbau... Aber ich habe ja noch gar keinen Stress. Jetzt esse ich eine Banane. Und dadurch wird die Leiste länger, oder was?
Ich weiß nicht, was passiert ist, aber ist okay. Aber ich kann nur... Also X macht nur Bananen essen, sonst macht das nichts. Und jetzt füllt sich diese Leiste. Ist das jetzt die Stressleiste oder was ist das jetzt? Ach, oder baut der Stress... Ist durch... Ist das der Stress, der abbaut dann? Also wenn... Also diese Leiste nimmt die zu... Also nimmt die... Muss die... Also darf die Leiste jetzt zunehmen oder darf die Leiste nur abnehmen? Ich hab gar nichts. Jetzt nimmt der Stress zu, scheinbar. Jetzt bin ich bewegungsunfähig, oder was? Jetzt ist es wieder weg. What the heck? Also kann ich eigentlich nur mit der normalen Attacke angreifen? Weil sobald ich X drücke, esse ich ja nur Bananen. Aber das macht ja kaum was. Na, jetzt esse ich Bananen, jetzt... Jetzt esse ich wieder Bananen. Und dann greife ich wieder an. Und jetzt ist diese Leiste wieder nicht mehr am Blinken. Nicht gut. Er zittert vor mir. Schluss mit lustig. Aber wie ist die Leiste überhaupt vorhin gestiegen? Ich meine, jetzt bleibt die ganze Zeit konstant. Wie habe ich die denn vorhin so zum Überdrehen, zum Durchdrehen gebracht? Okay. Also, die starken Angriffe kommen eigentlich nur zustande dadurch, dass ich was mit X mache. Aber auf X fresse ich ja nur Bananen. Wie habe ich vorhin Stärke... Ah! Nee. Hä? Was habe ich jetzt getan? Ich habe Z... Moment. Das ist die Attacke? Was ist, wenn ich Bomben werfe? Oha! Okay. Das ist, wenn ich Bomben werfe. Und jetzt... Also wenn ich dir das hier mache, dann baut sich der Stress irgendwie auf. So. Ich dachte, ich mache das zum Ausgleich. Ich raff nix. Das war jetzt mein... Ah, das ist mein Stress. Okay, wenn der gefüllt ist, dann mache ich den hier. Okay. Interessant. I guess. Oh Gott, meine Energie. Hilfe. Das sehe ich ja jetzt erst. Hier, friss mal was, Kollege. Also es ist halt ganz komisch, dass ich X nicht die ganze Zeit drücken kann. Was habe ich jetzt gemacht und wieso? Und wie? Oh mein Gott, also diese ganz... Also ich habe... Also ich weiß auch nicht. Gott, mit dem kommen bestimmt Missionen. Ich meine, das ist ja jetzt ein Story-Charakter, hundertprozentig, ne? Mit dem muss ich bestimmt Missionen spielen. Ach du Scheiße. Losgehen!
Okay, komm, können mal sich alle hier so ein bisschen versammeln, dass wir hier mal ordentlich Rambazamba machen können. So, dann haben wir das jetzt nämlich. Und jetzt kommt nochmal ein Offizier. Oder mehrere. Aua! Aua! Gott, ich fress ja schon wieder. Ist ja gut. Ah, wir machen den hier. Ja, komm, ich habe komplett vergessen, dass das hier auch geht. So, hier. Ah, das hat nicht so viel gebracht. Nicht gut. Bringt ein Frieren mehr. Irgendwas habe ich jetzt getan, dass die Leiste schon wieder gestiegen ist. Ich weiß aber nicht, was. Aha. Okay, tschüss. War's das jetzt? Was eine merkwürdige Mission. Oh mein Gott, okay. So viel dazu. Dämonenring. Dämonenring. Also das ist seine Waffe, oder was? Okay. Ich will es gar nicht wissen, was das ist. Weil wenn das nach Koga kommt, ist das sicherlich die nächste Koga-Mission. Ah ne, da kann ich mehrere spielen. Das ist schon mal gut. Eieiei. Okay, so. Koga längere Kombo-Angriff. Wir brauchen das da. Das gibt's hier zu kaufen. Gutes zu kaufen, ja, auf jeden Fall. Das war ein Laden. Ach Gott. So, hier, ab dafür. Wo sind wir denn? Oh nein, es sind bestimmt wieder nicht alle. Ich brauche bestimmt mehr wie die 5. Nein, es geht, okay. Meine Güte, ich werde immer stärker. So sieht's aus. Ah, und damit leveln wir auch Gerudo weiter. Okay, zack. Mehr Koga. Ich gewinne wieder an Charme. Mehr Koga. Meine Güte, ich werde immer mehr Koga. Ich gewinne wieder an Charme. Mehr Urbosa. Das muss ich im Kampf einsetzen. Mehr Urbosa. Ah, die Angriffsleiste, sehr gut. Nicht übel. Ryu oder Riju. Bin ich stärker geworden? Scheint so. Da fehlen die Karotten, Lichtbogen. Wo gibt's die Karotten? Da drüben gibt's die Karotten. Ja. Ja. Ah, 10 Stück, das dürfte reichen. Sehr gut. Sehr gut, danke für dein Angebot. Jawohl, das reicht auch. Dann gehen wir hier gleich weiter. So. So falle ich niemandem zur Last. Ja, so sieht's aus. Okay, gut, dann haben wir hier jetzt alles, bis auf diese neue Mission. So, hier blinkt was. Maronus Herzen plus 2, ab dafür. Warte nur, bis du meinen neuen Tag. Und 15 Krogsamen, was zum F? Okay, cool. Die nehme ich natürlich gerne mit. Zeldas Zusatztraining, okay, das ist dann für Zelda. Ergibt Sinn.
Nur bestimmte Kämpfer, nur Lichtpfeile. Ja, ergibt wie gesagt Sinn. 10% Rabatt auf Waren aus Ost-Hyrule. Okay. Hätte ich mal vorher gekauft, dann hätte ich jetzt die Spurtkarotten günstiger bekommen. Aber ich meine, die reißen es jetzt auch nicht raus. Fischreisbällchen. Lecker. Ah ja, 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 erschreck mich nicht so. Plus 35% Schaden durch Shika-Module. Ja, gut, dass ich keine mehr einsetzen werde. Da blinkt ein Herz. 5% mehr EP von Gegnern. Oh, her damit. Du hast es geschafft. Das ist natürlich eine coole Geschichte. So, haben wir jetzt hier alles, was wir tun konnten? Ja, yeah, sieht gut aus. Weiter nach Nekluda. Nimpa. Ich habe es geschafft. Da fehlen 30 Spurtkarotten. Koka kriegt hier eine neue Angriffsleiste. Okay, die kann ich jetzt... Ja gut, die kann ich zwar, aber die gibt es jetzt nicht mehr zu kaufen. Ne? Da habe ich gerade schon 10 Stück gekauft. Ja, okay. Dann bleiben die erstmal auf dem Radar. Ist in Ordnung. Dann haben wir hier jetzt auch soweit alles blinkende durch. Da ist Alltag für Impa. Okay. Eine Impa-Mission ist dazu gekommen. Die nächste Mission ist das vergessene Plateau. Das dauert noch eine Weile, bis wir da hingehen. Logischerweise. Was ist das? Ach, eine neue Mission. Ah, Vanaboris-Mission. Okay. Da fehlen mir... Ich glaube, das ist wieder so Honig, wo da fehlt. Und den Honig gibt es wieder in... Den gibt es ja immer nur ganz sporadisch zu kaufen. Immer nur 3 Stück. Na ja, F. Also das dauert wieder 3 Millionen Missionen, bis wir den haben. Also lassen wir das auch in der Dings drin. Hier ist soweit nichts anderes Neues. Da oben gibt es was zum Blinken. Nee, das ist eine Mission. Nee, ist keine Mission. Ich bin schon wieder komplett lost. Ja, ja, ist ja gut. Ja, ist ja gut. Zelda Herzen plus 2. Nehmen wir mit. Da ist nochmal so ein Herz, was blinkt. Da ist nochmal so ein Herz, was blinkt. Oh, okay, da ist erstmal nochmal eine Zelda. Spezialangriffsleiste. Ja, her damit. Das ist immer gut. Auch Nummer 3. Link hat immer noch nicht seine dritte Spezialangriffsleiste. Was ist das? Alle anderen haben die, aber Link nicht. Jo, jetzt ist da unten eine neue Zelda. Okay. Ach nee, es ist Urbosa. Mein Gott, ich kenne die Symbole nicht. Das war noch lange nicht alles. Ja. Das ist doch schön. So, zurück nach hier. Da ist das Herz, was blinkt. 6% weniger Schaden durch Gegner. Ja, her damit. Also die Herzen sind allgemeine Upgrades. Auch sehr gute Geschichte. Und Topaz-Ohrringe. Ja, die nützen mir richtig viel. So, da ist eine Zelda. Nein, das ist Link. Ja, da ist sie. Da ist die Spezialangriffsleiste plus 1. Nice. Endlich. Holy moly. Das hat gedauert. So, was ist jetzt das? Plus 1 Zauberstab, Einsatz pro Zauberstab. 30 Ausdauerhonig. Ja, da ist ja schon wieder vorbei. Und der Fisch. Wo kriege ich den Fisch hier? Wie viel Fisch gibt es da? 5. Das dauert ja 3 Millionen Jahre, bis wir das haben. Eieiei. Okay. Also dieser Ausdauerhonig ist böse. Der ist böse im Rennen. Stärkere Waffen durch Rostentfernung. Ja gut, das will ich eigentlich nicht, aber ich muss es halt machen, um es zu leveln. Was brauche ich dafür? Was fehlt mir da? Octorok-Urkunde. Ja gut, das kommt automatisch mit der Zeit. Mehr Lichtbogen. Meine Kraft ist gestiegen. Yonuba, was braucht der? Ach so,
Ich lösche jetzt erstmal den Gemüsegourmet einfach, weil... Den Lust auf Süßes, weil den Ausdauer ohne kriege ich auch durch die andere Mission angezeigt. So, dann können wir mal gucken, ob wir das Ding hier finden. Gibt es gerade scheinbar nirgends zu kaufen, was immer es ist. Okay, schade. Aber das hier geht. Ich bin stärker geworden. So. Bernsteinohrringe, ja, auch die nützen mir sehr viel. Okay, hier ist eine neue Mission. Großes Grillfest der Goronen, kann anscheinend jeder spielen. Das waren die Oktrog-Urkunden. Das sollten wir möglichst bald machen. Nee, Quatsch, brauchen wir gar nicht. Das war das. Was ist das hier? Rezept Ostakala-Klos. Und Erweiterung der Handelsmöglichkeit. Ah, ist das ein neuer Shop? Ein großer Erfolg. Stall von Ostakala. Aha. Chance auf Ausweichen plus 10% der Ostakala-Klos. Was hat der jetzt so? Ah ja. Meinetwegen, ne? So, dann haben wir hier auch soweit alles, was geht. Da ist eine neue Titanen-Mission. Holy shit, es wird ja richtig... Wir haben ja richtig viele Untermissionen jetzt. Noch mehr Lichtbogen. Bis wir in die nächste Hauptmission kommen, vergehen erstmal 3 Millionen Parts. Und wir sammeln diesen Part keine Karten, wir upgraden nur. Das Einzige, was wir gespielt haben, war die Koga-Mission. Sick. So, da ist noch eine neue Mission. Die rechtmäßige Königin. Nur bestimmte Kämpfer-Zeitlimit, okay. Da ist noch eine Titanen-Mission. Wollt ihr mich... Okay, es ist... Sind komplett alle mit neuen Missionen mit Titanen gefühlt. Okay, hier haben wir soweit auch alles, was geht. Dann sind wir noch hier drüben. Das ist die letzte Titanen-Mission. Okay, also wir haben wirklich 4 neue Titanen-Missionen. Das ist sick. Revali-Herzen plus 2. Okay, was ist das? Das ist dieses Maxidurian. Wo gibt's denn den? Ah, komm, wir schmeißen... Ach, was schmeißen wir denn raus? Keine Ahnung, den da. So. Gibt's Maxidurian? Da gibt's Maxidurian. 5. Das reicht auch noch lange nicht. Ach Gott, okay. Eieieiei. So, dann nehmen wir den wieder raus. Haben jetzt aber, glaube ich, alles, was geblinkt hat, haben wir jetzt mitgenommen, ne? Das war wild. Ja, ich würde jetzt noch das Zelda-Training machen, dass wir die beiden Trainings der neuen haben. Dann haben wir nämlich das Koga-Training und das Zelda-Training gemacht. Meinetwegen. Vorher gehen wir aber natürlich selbstverständlich erstmal Zelda leveln. Also das ist vielleicht ein bisschen viel. Machen wir mal 65. So. Und dann müssen wir den Lichtbogen leveln. Können wir aber noch gar nicht, weil wir noch nicht so viel zum Kombinieren haben. Stabil. Oder kann ich den Lichtbogen jetzt auch mit den anderen Sachen hier kombinieren? Oh, okay. Ich kann den direkt mit dem antiken Leitpaket kombinieren. Aber dann hätte ich gar kein antikes Leitpaket mehr. Ist das jetzt klug oder brauche ich das nochmal? Also das weiß ich jetzt halt nicht, ne?
Also auf jeden Fall die drei, so, das ist klar, die gehören ja dazu. Effekt von Heilitems plus 3% ist auch okay. So, aber jetzt... Will ich mein viel zu... Es würde halt den Lichtbogen gleich böse hochleveln. Ist das jetzt richtig oder nicht, was ich hier gleich mache? Kämpfe ich jemals wieder mit dem Leitpaket? Scheiß drauf. Kriegt man noch einen Effekt drauf, einen dritten. Schlachtfeldabhängige Materialien plus 5%. Schaden in der Luft. Angriffsgeschwindigkeit plus 7. Und das erhöht plus 14% Schaden ab 30% oder weniger Herzen. Antike Materialien plus 5%. Schaden durch starke Angriffe plus 4%. Spezialangriff plus 5%. Ich würde den Spezialangriff noch mitnehmen. So. Okay. Ja gut, ne? Dann hat Zelda jetzt kein Leitpaket mehr zum Kämpfen. Ich hoffe, das ist okay. Wir werden sehen. So, und wir haben hier einen Ast. Ich wollte mal wissen... ob so ein Ast schneller levelt als andere Waffen. Wir machen jetzt mal einen Vergleich. Weil ich würde ganz gerne mal sehen, wie das ist, Crocs aufzuspüren mit dem Ast, ne? So, aber wir machen jetzt mal einen Vergleich. Ich kann das nämlich ganz gut vergleichen. Ich nehme jetzt einfach mal eine andere normale Waffe her, wie zum Beispiel dieses Eisvogelschwert, und sage, ich möchte das verknüpfen mit der Glückskelle, die ja zum Leveln da ist, ne? So. Das bringt es auf Stufe 5. Das bringt es auf Stufe 5. So. Alles andere würde so auf Stufe 3 landen. Alles andere landet man so auf Stufe 3 mit dem ersten Mal. Okay, so. Jetzt nehme ich den Ast her und sage, ich möchte den Ast verknüpfen. Und nehme hier die Glückskelle. Ja, das ist okay. Das ist das Gleiche. Also das Zeug levelt alles gleich. Das heißt aber, der Ast dauert genauso lange auf Level 25 zu kommen wie das Masterschwert. Weiß ich nicht, ob ich das dann machen will. Eher nicht. Eher nicht. Okay. Alter, wir sind schon wieder so voll mit allem. Es ist doch zum Kotzen. Ich nehme jetzt schon die starken Dinger. Die leveln ja mehr am Ende. Am Ende des Tages leveln die ja alle mehr. Und kosten das Gleiche. Also, dann verkaufe ich doch lieber die schwachen Sachen und level die starken. So. I don't know. Hier. So. Kostet ja so schon, ist ja so schon teuer genug. Oh, der hat mit EP-Verstärkung, okay. Nehmen wir den mal mit rein.
Haben wir noch eine EP-Verstärkung hier eigentlich? Ne, war nur der, okay. Aber wir kriegen es nicht mal auf die nächste Stufe. Das ist ärgerlich. Egal. So, gleich haben wir kein Geld mehr. Mifa war auch voll, ne? Ja, oh mein Gott. Okay, Mifa. Aber selbst das geht alles nicht mal zur nächsten Stufe. Und das soll ich mit dem Ast auch noch machen? Nee. Nee, lass mich in Ruhe. Oh, ey, ich raff nix. Ich werde nur gucken, sind die alle jetzt noch voll? Das ist noch, da ist noch Platz. Da ist noch Platz. Da ist noch Platz. Ach, geh weg mit dir. Ach ja! Yonobo hat doch dieses andere Felsenfilet bekommen. Genau, dieses Drachenfelsenfilet Deluxe. Das ist doch bestimmt besser als das da. Dann machen wir doch jetzt so, dass wir das hier hernehmen. Das hier erstmal ausrüsten. Und dann das Feinschmecker-Felsenfilet rausschmeißen und das hier mit reinnehmen. So. Okay. So. Der Priester hat noch Platz, ne? Ja, das brauchen wir auch alles nicht. Die großen Feen brauchen wir auch nicht. Koga. Dämonenring, Dämonenring, Dämonenring. Ja, okay, der hat bisher noch nicht mal seine Hauptwaffe. Dann level ich da jetzt auch noch nichts los. Ei. Okay. Whatever. Whatever. So, ich will noch ganz schnell die eine Zelda-Mission da unten machen. Haben wir ja gesagt. Die da hier. Zeldas Zusatztraining. Let's go. Alles sehr verwirrend gerade wieder. Erwachte Zelda. Drücke ZR, um in Zeldas erwachte Form zu wechseln und verschiedene... Oh. Bin ich jetzt doch erst vorher die normale Zelda? Einige deine Angriffe erzeugen Lichtkreis um deine Gegner. Triff sie mit dem Lichtbogen, um größeren Schaden zu... Oder ist das dann so eine Spezialform? Und ich bin... Also ich... nicht, dass ich jetzt doch nochmal hier das andere Ding brauche, was ich jetzt verschmolzen habe. Nein. Nein, okay. Ist schon normales Zelda. Also was heißt normal? Aber das ist jetzt sozusagen Zelda. Okay. Interesting. Kraft freisetzen, um mächtige Attacke ausführen zu können. Okay. Hier. Ach so, das ist die erwachte Zelda. Ah ja. Jo, Zelda ist jetzt leicht OP. Ah, das hat jetzt aber auch die Leiste aufgebraucht. Interessant. Also wenn ich, bevor die Leiste voll ist, in diese erwachte Form wechsle, dann zieht das A weg. Seht ihr das? Ja, natürlich seht ihr das. Aber es geht nicht in die Leiste rein. Ach doch, okay, es zieht weiter. Das zieht mir komplett die Spezialleiste raus. Ich verstehe. Yo. So, wir setzen mal A ein. Ich werde Hyrule beschützen. Das ist doch mal eine Ansage. Ich schwöre die Kraft. Mit dieser Macht
Okay, die gefällt mir angriffstechnisch und spieltechnisch jetzt schon deutlich besser. Das sind einfach ganz normale Angriffe, kein Spezialkram, den ich nicht verstehe, wie irgendwelche Zusatzleisten und keine Ahnung. Sehr schön. Da sehe ich mich. Was ist das? Ah ja. Ja, es hilft immer einfach Licht zu erzeugen. Das ist richtig. Was macht er da hinten denn? Er segelt da einfach einmal durch die Gegend. Okay. Ah, guck mal. Ich werde Hyrule beschützen. So, du hast jetzt einen Ring um dich rum. Freu dich. Oh, okay, er hat sich gefreut. Yo. Okay. Hälfte haben wir gleich. Zack. Aber es waren gar nicht so viele. Ich dachte, ich erwische damit mehr. Schade. War leider ein Irrtum. Da oben ist aber eine ganze Meute. Hier. Ja, ist doch gut. Irgendwie trifft es so nicht immer. Ah, jetzt. Zack. Sechshundert. Tausend ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Da es halt doch immer wieder das Gleiche ist. Wo sind denn große Horden, dass wir hier mal ein bisschen vorankommen da? Eieiei. Nachher reicht's dann wieder nicht, ne?
Der reicht dann auch. Machen sie ja. Oh Gott. Es sind immer weniger auf einem Haufen. Da unten sind nochmal eine ganze Menge. Hier drüben, da. Da wollte ich hin. Nimm das! Ich spüre die Kraft. Nun gut. Ja. Weil wenn ich nämlich in dem Tempo weitermache, wird es trotzdem ganz schön knapp, ne? Wollte ich nur mal gesagt haben. Weil jetzt haben wir erst 800 und haben noch 2 Minuten 38. Es ist, wird ein bisschen kritisch gerade. Ah, da kam eine neue Horde. Leute, das wird knapp und das gefällt mir nicht. Mach dich weg. Neunhundert. Eine Minute noch. Es ist viel zu knapp. Wir brauchen noch mehr Gegner. Ja, hier. Da sind ein paar Gegner. Okay, 930. Da ist eine neue Meute aufgetaucht. Okay, 955. Noch eine Meute. Kleine Meute. Dreißig noch. Vierundsiebzig. Alter, 80, 20 Sekunden. What the heck? What the heck? 83. 85, 88. 10 Sekunden, 10 Gegner, willst du mich verarschen? Ja, ich bin auf Kraft. Es reicht nicht. No, es reicht nicht. Ach komm. Warum denn 1000 Gegner? Ach komm. Wie ist das denn jetzt passiert? Das kann doch nicht wahr sein.
Oh, aber wir starten gar nicht bei Null. Wir starten gar nicht bei Null. Wir starten bei 750 oder so sind wir jetzt gestartet. Okay. Das ist auch interessant. Das heißt, man hat ungefähr nochmal ab hier die gleichen Chancen, okay? Wie gesagt, das ist interessant. Da bin ich. Dachte, ich starte jetzt wieder bei Null. Ja, schön wär's, ne? Au. Ich werde Hyrule beschützen. Mach das bereit. Es ist vorbei. Keine Sorge. Ich mach dich bereit. Mach das bereit. Ein Moment. Aber das wird doch wieder so sauknapp. Weil hier überall keine Horden sind. Wir sind noch nicht mal bei 900. Und haben nur noch eine Minute. Ich spüre die Zeit. Wie soll man das noch schaffen? Ich brauche eine große Horde. Da ist eine Meute. Ich brauche jetzt wieder meine 3 A's und muss hoffen, dass es reicht. 41. Nächste Meute hier. Ich werde Hyrule beschützen. 62. Das reicht nicht. Wie soll das reichen? Also, legit, wie soll das reichen? Ich werde Hyrule beschützen. Wie viel kriege ich jetzt hier rein? 77! No, wo sind die alle? Mach das bereit. Es reicht nicht! Ja, ich heule auch gleich, Zelda. Ach hier, Schlacht neu starten, erneut versuchen, I see. Also ich kann nur hoffen, dass ich sozusagen an dem Punkt, wo ich 750 hatte und noch 3 Minuten 35 übrig ist, dass es ab da noch machbar ist. Aber ich meine, es ist so sauknapp am Ende. Das gibt's doch nicht. Ihr wollt mich doch komplett verarschen, wollt ihr mich doch. Warte mal. Es ist vorbei. Vielleicht kriege ich es irgendwie, dass noch mal mehr Gegner spawnen, aber irgendwie, keine Ahnung. Na, jetzt kommt eine ganze Menge. So, das ist ganz gut, aber
Ah, das war's denn ja irgendwo auch schon. Ja, hier brauche ich gar nicht reinrennen. Da unten ist jetzt ganz viel los. Ich werde Hyrule beschützen. Da zünden wir mal rein. Aber das war der letzte. Danach kommen keine neuen mehr nach, ne? So wirklich. Wir sind schon wieder knapp bei einer Minute und haben wieder nicht mal die 900 voll. Also von irgendwo müssen noch mal Gegner kommen. Was zur Hölle? Ja, jetzt. Da unten kommt noch mal eine Meute her. Ja, wirklich. Da oben kommen noch mal ein paar. Da unten kommen noch mal ein paar. Nein, wo gehst du hin, Mann? Aber das reicht nicht. Ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Ich kann jetzt wieder dreimal mit A um mich rennen. Aber ich krieg die dadurch nicht hoch, die Zahl. Das endet wieder bei, weiß ich nicht. Knapp 980. Ja, es ist immer die gleiche. Es ist doch furchtbar. Es ist immer die gleiche Zahl. Ich komme nicht über 990, Mann. Oh. Was mache ich denn falsch? Habe ich am Anfang wirklich so viel getrödelt, dass ich neu starten sollte? Kann doch nicht sein. Jetzt oder nie. Mit dieser Macht. Ich spüre die Kraft. Keine Sorge. Ah, da kommt jetzt die Meute. Ich renne gleich mal der Meute entgegen. Ah, wo renne ich hin? Ich kann die Karte nicht lesen. Weg. Mit dem darf ich mich halt überhaupt nicht lange aufhalten, ne? Aber tun wir ja auch nicht.
spüre die Kraft. Ja, ich bin deine Kraft. Mach das bereit. Es ist vorbei. Vielleicht ist es ja effektiver, so vorzugehen. Mit der mächtigen Zelda. Keine Ahnung. Wirkt aber nicht so. Nee, das bringt nicht viel mehr. Scheiße! Das reicht wieder nicht. Ich nicht. Ich spüre, dass wir zu langsam sind. Ich werde Hyrule beschützen. Ich habe keine Möglichkeit. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Die verteilen sich vor allem alle nur so. Seht ihr das durch das A auf der Karte? Die werden nicht besiegt, die verteilen sich einfach nur dann. Oh, ich habe keinen A mehr. Stabil. Wow, das war schlechter als vorhin. Wir machen nur noch kurz die Zelda-Mission. Fuck. Ich kann doch nicht hier an einer Ausgangsposition sein, bei der es schon gar nicht mehr möglich ist. Das geht doch nicht. Kann doch nicht wahr sein. Schieß hier um mich und treff nichts. Auch geil. Es ist vorbei. Wie trigger ich denn jetzt die Dinger da hinten eigentlich? Jetzt. Ach so. Ach so, mit. Okay, immer wenn ich 100 habe, kommen die nächsten. I see. So, wenn die ganze Meute hier ist, setze ich mein Spezial wieder ein. Mal gucken, ob das funktioniert. Bringt das mehr als vorhin? Wirkt irgendwie nett so. Ich war siegreich. Ja. Wir haben wieder nur noch. Ach, ey. Es sind dann halt nachher immer so wenige auf einem Haufen. So, das bringt. So kommen wir nicht voran. Das ist das Problem. Ich muss jetzt sozusagen ganz schnell auf die 100 kommen. Auf die 900, dass die nächsten. Ja, jetzt kommen die nächsten. Aber das dauert halt zu lange. Bis die kommen. Und dann stößt sie die nach hinten und kommt nicht weiter. Die verteilt sie nur, die besiegt sie gar nicht.
Es wird von Mal zu Mal schlechter, das gibt's doch nicht. Ich schaff's nicht. Ich schaff's nicht. Wir machen das nächstes Mal nochmal. Ich gebe auf. Danke fürs Zuschauen.